Ankunft British European Airways aus Bremen und London. Arrival British European Airways from Bremen and London. So nervös. Ist einer hinter Ihnen her? Nein, nein. Fahren Sie mich bitte zum Kontrollratsgebäude. Kontrollratsgebäude, Potsdamer Straße, ja, ist gut. Aber reinkommen werden Sie dann nicht. Das ist heute ein Josef-Fest. Oder moin? Ja, ich glaube, erst moin. Vor uns sehen Sie das Gebäude des alliierten Kontrollrats. Nach Kriegsende wurde Berlin von den Siegermächten in 4 Sektoren aufgeteilt. 3 Westsektoren und ein Ostsektor. Und für diese 4 Sektoren ist 1946 der Alliierte Kontrollrat als Regierung zusammengetreten. Auf Anordnung des Kontrollrats sind in den 4 Sektoren Wahlen abgehalten worden für eine Zivilregierung Berlins, die im Oktober 48 zusammengetreten ist mit dem Auftrag, für Gesamt-Berlin eine Verfassung, das heißt eine einheitliche Verfassung, auszuarbeiten. Nun, der Kontrollrat und die Gesamt-Berliner Regierung haben nur bis Mitte 48 funktioniert. Im Juli 48 haben die Russen den Kontrollrat verlassen, haben dann im November 48 für Ost-Berlin eine eigene Regierung eingesetzt und seit der Zeit funktioniert der Kontrollrat nur noch als oberste Militärregierung. Das Gebäude des Alliierten Kontrollrats dient auch noch zu repräsentativen Zwecken. Zum Beispiel wird morgen von der französischen Kommandantur ein Galaempfang zu Ehren des Generals Rouget veranstaltet. Eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen die Vertreter aller Kontrollratsmächte zusammentreffen. Entschuldigen Sie, sind das Herrschaften vom Kontrollrat? Nein, das sind nur Angestellte von der Behörde, nicht wahr? So, meine Herrschaften, darf ich Sie bitten, wieder den Omnibus zu besteigen? Entweder sind Sie da offiziell eingeladen oder, Sense, da können Sie nicht rein, so einfach. Die wollen unter sich sein. Das ist genau der Punkt, über den ich schreiben will. Und deswegen muss ich mal dabei gewesen sein. Wenn Sie für eine Zeitung schreiben, Reporter kriegen doch eine Presseeinladung. Ja, schon, aber ich arbeite an einem Roman. Ihr erster, was? Ja. Na, warten Sie mal. Einladung ist nicht. Wenn Müller es nicht schafft, schafft es keiner.
tut mir leid. Wer ist denn das? Müller? Mhm. So genau weiß ich das auch nicht. Sag mal, was ist du denn da? Ist das gut? Hätten Sie Lust, eine Partie zu spielen? Oh, gerne. Wollen wir den Tisch da nehmen? Hm? Inge, das war das Mädchen, das neben Ihnen saß, hat mir erzählt, Sie wollten unbedingt auf den Empfang gehen, den die Franzosen geben. Was reizt Sie so sehr daran? Ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. Ich würde mir diese Einladung etwas kosten lassen. Hm. Sie sind am Zug.
Wäre es Ihnen möglich, das für mich zu arrangieren? Von mir wird natürlich niemand etwas erfahren. Können wir uns später am Nachmittag noch mal treffen? Ja, wieder hier? Nein. Nicht weit von hier ist ein Lokal zum Gottlieb in der neuen Steinmetzstraße. Sagen wir um 6. Soll ich Sie zu einem Arzt bringen? Nein, nein. Wo wohnen Sie denn? Sie haben mir geholfen. Ich will offen zu Ihnen sein. Oh, bitte nicht. Ich habe keine Lust, mich da weiter reinziehen zu lassen. Ich habe meine eigenen Probleme. Sagen Sie mir nur, wo ich Sie hinfahren soll. Können Sie mich nicht irgendwo unterbringen, wo sich niemand für mich interessiert? Nur für ein paar Tage. Haben Sie kein Gepäck? Doch, im Schließfach am Bahnhof Zoo. Im zweiten Stock wohnt noch eine Familie. Wenn die auch noch auszieht, steht alles leer. Hier zieht niemand mehr ein. Solche Häuser gibt es eine ganze Menge heute in Berlin. Verreist es sie nicht, sonst wäre der Schlüssel nicht da. Bitte?
Sir, das müssen Sie allerdings mit in Kauf nehmen. Aber dafür sind Sie hier garantiert sicher. So, hier können Sie es bequem machen. Das ist Marions Zimmer. Ja, sie ist Tänzerin, tingelt meistens so rum auf Tourneen und so. Tja, dann verschwinde ich mal wieder. Was wird Ihre Freundin sagen, wenn sie mich hier vorfindet? Oh, Marion ist ein patentes Mädchen. Sie soll mich anrufen. Hier. Unter dieser Nummer bin ich bis 10 zu erreichen. Und dann zu Hause. Mhm. Sie können mich natürlich auch anrufen, wenn Sie mich brauchen. Schmerzen? Etwas. Kein Wunder. Ich werde mal ein bisschen Jod holen. Wie Sie die beiden fertig gemacht haben, das sah ganz professionell aus. Karate? Mein Hobby. Schach und Karate? Schon eine seltene Mischung. Ausgleichssport. Sagen Sie, warum wollen Sie eigentlich unbedingt auf diesen dämlichen Empfang, hm? Ich muss jemand sprechen. Einen Diplomaten? Ja, in der Richtung. Und die beiden Schläger? Haben die was damit zu tun? Indirekt. Vielleicht. Und Sie? Mit was haben Sie zu tun? Ich? Ach. Ich bin nur eine ganz kleine Nummer. So eine Art Faktotum, wissen Sie? So Mädchen für alles. Ich habe eigentlich als Fahrer bei den Franzosen angefangen im Kontrollrad. Naja, ich komme ganz gut zurecht. Im Gegensatz zu Ihnen. Ja, das stimmt. Krimineller sind sie nicht, aber verfolgt werden sie. Kann es ja eigentlich nur was Politisches sein, hm? Berlin wimmelt von Agenten, Ost und West. Ich bin kein Agent, ganz bestimmt nicht. Naja, wie dem auch sei, schlafen Sie sich erstmal richtig aus. Warum tun Sie das alles für mich? Wer, ich? Oh. Vielleicht revanchieren Sie sich mal. Sie sehen nicht so aus, als ob Sie kleinlich wären. Also dann. Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Ein Freund von Ihnen, Herr Müller, hat mich reingelassen. Sie sollen diese Nummer hier anrufen. Er wird Ihnen dann alles erklären. Mein Name ist Friedberg, Mike Friedberg. Gib mir mal Klaus, bitte. Marion. Ja? Ja, ist noch hier. Ja? Ja, gut. Ja, mach ich. Ciao. In Ordnung, Sie können hier bleiben. Vielen Dank. Ach, kann ich den Zettel mit der Nummer wieder haben?
Ich werde versuchen, Ihnen keine Umstände zu machen. Brechen Sie sich bloß keine Verzierung ab. Haben Sie schon was gegessen? Nein, aber ich möchte nicht, dass Sie... Im Eisschrank steht Bier, wenn Sie wollen. Ich mache Spaghetti. Mögen Sie doch. Ja, gern. Eine Pulle Rotwein muss auch noch da sein. Was ist? Ach so, ich höre das schon gar nicht mehr. Nach 11 liegen Sie nicht mehr. Ist zwar mein eigenes Geld, aber ich spiele so gern. Ich soll mich ein bisschen um Sie kümmern, hat Klaus gesagt. Scheint ein prima Kerl zu sein. Ja, das ist er. Seit wann kennen Sie ihn? Erst seit heute. Aha. Sie kommen aus Westdeutschland? Ja und nein, wie man es nimmt. Eigentlich komme ich aus Amerika. Telefon für Sie. Klaus ist am Apparat. Vielen Dank. Hallo? Ja. Das ist ja wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mir die Einladung doch noch... Gut, und wo soll ich... Und wie bekomme ich die Einladungskarte? Soll ich sie irgendwo... Aha. Ist gut. Wiedersehen. Vielen Dank. Kater? Kopfschmerzen, wahnsinnig. Sie mussten ja die Pulle unbedingt austrinken. Und Sie? Ich trinke nur Bier. Sie schlucken ja ganz ordentlich. Zuerst Rotwein und deine ganze Pulle Schnaps. Sie haben gequasselt und gequasselt. Was? Was habe ich erzählt? Ganze Romane, ich habe gar nicht mehr hingehört. Haben Sie eine Ahnung, wie ich bis heute Abend noch zu einem Smoking kommen kann? Ja. Und wie? Kaufen, von der Stange. Ach so, ja, stimmt. Für Sie gibt's nur nach Maß, wie? Oh. Oh, wenn ich bloß nicht solche Kopfschmerzen hätte. Draw
Inside of the country, you can travel all over India, but it will take a long time to see the big country. Солнце иногда как вы поживаете, какой здоровье, как жена. Er muss verrückt geworden sein. Er ist nicht Alexander. Wissen Sie das bestimmt? Alexander ist bei Harry. Ich habe nur vor einer halben Stunde mit ihm telefoniert. Also ist das Friedberg. Seit wann ist er denn in Berlin? Wir wussten gar nicht, dass er hier ist. Wir vermuteten ihn noch in London. Verzeihen Sie bitte, Herr General, mein Name ist Friedberg, Mike Friedberg. Ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges zu sagen. Hören Sie mich an, bitte. Sie werden getäuscht, ich kann Sie Ihnen beweisen. Guten Abend, Herr Friedberg. Sie kennen mich? Dem Namen nach, ja. Sie sind Amerikaner? Ja. Sicher vom CIA? Es war keine gute Idee von Ihnen, hier zu erscheinen. Abwarten. Alexander ist in Berlin und der russische Geheimdienst hat Wind davon bekommen. Also ich weiß, dass Sie Friedberg sind, aber alle anderen hier, einschließlich General Grigorowitsch, halten Sie hier für Alexander. Das verdanke ich Ihrer liebenswürdigen Mitwirkung. Wissen Sie denn nicht, in welcher Gefahr Sie sind? Die warten doch nur darauf, Alexander abknallen zu können. Es gibt kaum einen Ort, an dem mir weniger passieren könnte. Tun Sie mir den Gefallen und spielen Sie nicht den Helden. Halten Sie still und ich werde Sie sicher rauslotsen. Wir sind bereit zu verhandeln. Sie haben Angst vor einem Skandal. Den können Sie natürlich hier nicht gebrauchen. Nur hier keinen Skandal. Bisher hatten Sie und Ihre Gegner immer alle Trümpfe in der Hand, die es in diesem Spiel gibt. Doch jetzt habe ich das Gefühl, die Karten sind neu gemischt. Mein Blatt ist nicht mehr ganz so schlecht. Wir unterhalten uns morgen darüber, wenn Sie noch im Leben sind. Rufen Sie mich an. Die Nummer ist in der Schachtel. Verzeihen Sie, durfte ich Ihre Einladung sehen? Aber ja, selbstverständlich. Kommen Sie bitte mit. Vielen Dank, Herr Friedberg. Sicher liegt es nicht in Ihrer Absicht, Ihrem französischen Gastgeber irgendwelche Schwierigkeiten zu machen. Vielleicht erwägen Sie sogar den Gedanken, vorzeitig zu gehen.
Ich glaube, dieser Gedanke wäre ausgezeichnet. Wenn Sie einen Skandal vermeiden wollen, lassen Sie mich in Ruhe. Sie können mir glauben, nichts liegt mir ferner, als Ihnen Schwierigkeiten zu machen. Ich habe Sie gewarnt. Werden wir die Tabletten bekommen? Ja. Ein Glas Wasser, Fred. Wer bringt sie? Micknick. Kenn ich nicht. Ja, leider niemand kennt ihn. Fred wird mit dem Toilettenröhrchen herumgehen und wer es verlangt, natürlich mit dem Kennwort, der ist Micknick. Weiß er, dass er sein Material in das Tablettenröhrchen tun muss? Ja. Danke schön. Kennwort K 27. Verzeihen Sie, sind das Schmerztabletten? Kann ich eine haben? Bedauere, mein Herr, die sind schon bestellt. Ich bringe gleich neue. Ja, bitte. Sind das 27 Tabletten? Ja. Kann ich eine Tablette haben? Bedienen Sie sich. Danke. Bitte sehr. Erkennen Sie mich? Ich bin Alexander. Ich muss Sie unbedingt sprechen, sofort. In der Toilette. Schnell, das Tablettenröhrchen. Wovon sprechen Sie? Neuer Befehl der Zentrale. Ich soll die Tabletten holen und weitergeben. An wen weitergeben? An Schäfer? Ja. Okay. Bleiben Sie stehen. Ich habe Sie doch gebeten, keine Schwierigkeiten zu machen. Kontrollieren Sie die Einladung dieser Herren. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen?
Dieser Wagen bringt Sie, wohin Sie wollen. Steigen Sie ein. Halten Sie hinter dem Bus. Wir sind direkt hinter dem Bus. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Fahren Sie so dicht dran wie möglich. Er soll Sie entdecken. Ja, ich glaube, jetzt hat er uns. Wir brauchen ihn lebend. Auf keinen Fall schießen. Nochmals, wir brauchen ihn lebend. Auf keinen Fall schießen. Thank you.
bleiben. Er läuft in Richtung Brücke. Thank you.
Captain DS-19. Caller? Wait. Driver? Uncertain. Any damages from the escape? None. License plate? 2458 GMB. 2458 GMB. Operator calling John 4. Besser, wir warten etwas. Hier fallen wir nicht so auf. Alexander stopped the U-Bahn shortly before Olympia Station and got off. He's running towards the parking lot at the railroad bridge. Car 10 and 12 should be there already, but there's no radio contact. Have a look what's cooking there. Fahren Sie mal bitte zurück über Prüfung. Ecke Ludwig-Kirchplatz, ob dort ebenfalls. Es ging den Brüdern zu schnell. Ein Glück, dass ich Bereitschaftsdienst hatte wegen des Empfangs. Die mochten sie nicht, was? Wie kommt ein einfacher Fahrer zu so einem Wagen? Mit Funkgerät, Telefon? Naja, ich sagte doch. Bereitschaftsdienst, eingeteilt von der Fahrbereitschaft für die ganze Nacht. Ich habe gesehen, wie der Kapitän sie abgeschoben hat. Alles andere habe ich über Funk verfolgt. Da bin ich ja gerade noch zurechtgekommen. Schon zum zweiten Mal. Zufall? Glück. Ich glaube Ihnen nicht. Jeder Mensch hat seinen Schutzengel. Sie sind vom französischen Geheimdienst. Glauben Sie mir, Mike, ich bin... Es war nichts. Glauben Sie mir, Mike, ich bin eine ganz kleine Nummer. Und dass ich nicht gegen Sie bin, das habe ich doch bewiesen, oder? Und warum sind Sie für mich? Vielleicht sind Sie meine große Chance. Seit Jahren warte ich darauf. Wenn Sie mein Mann sind, bekommen Sie Ihre große Chance. Ich bin Ihr Mann, Mike. Auf dem Empfang konnte ich einem Mann ein Röhrchen mit Tabletten abnehmen. Er muss ein Agent sein. Und in dem Röhrchen muss eine Nachricht stecken, für die Russen oder für die Amerikaner. Wahrscheinlich russisches Material, das ein amerikanischer Spion dem CIA übergeben wollte. Ja, deswegen die ganze Aufregung. Wenn das stimmt, dann habe ich endlich einen Trumpf in der Hand, den ich gegen den russischen Geheimdienst ausspielen kann. Und wo haben Sie das Röhrchen? Schutzengel, sagten Sie? Immer noch. Fahren wir. Können Sie damit umgehen? Oh, ist besser, Sie stellen mich nicht auf die Probe. Wagen 881. Ich fange mit der Reihe da drüben an. Und hier treffen wir uns wieder. Ein Pfiff bedeutet Wagen gefunden. Okay.
Gratuliere. Ich habe Sie rüberlaufen sehen da. Da habe ich mir gedacht, Sie haben es gefunden. Ja. Ich informiere die Amerikaner, Sie können den Film zurückhaben. Aber ich gebe ihn nur meinem Bruder Alexander. Von diesem Treff verständige ich die Russen. Die müssen dann einsehen, dass man sie auf den Falschen gehetzt hat. Das ist mein Trumpf. Ich muss die Russen verständigen. Nicht mehr nötig. Wenn ich unsere Partie mit Pistolen spielen wollte, dann hätte ich das schon längst getan. Zum Beispiel vorhin, als sie mir die Wagennummer sagten. Oder gestern Nacht. Ich hatte den Auftrag dazu. Warum haben Sie nicht ausgeführt? Weil ich weiß, dass Sie nicht Alexander sind. Ich bin wirklich nur eine kleine Nummer gewesen. Bis jetzt. Jetzt wird sich das ändern. Wie sind Sie auf meine Spur gekommen? Reiner Zufall. Wenn Sie mich nicht wegen der Einladung angegangen wären, Sie haben sich selber präsentiert. Sie haben mir diese beiden Schläge auf den Hals gehetzt, um dann als Schutzengel aufzutauchen, der Retter in der Not. Damit hatten Sie mein Vertrauen gewonnen. Sie sollen Alexander ausschalten. Ich und andere. Hinter Alexander sind viele her. Eine blöde Frage. Kennen Sie ihn? Nein. Wir sind getrennt worden, als wir noch Kinder waren. Aber wir müssen uns verblüffend ähnlich sehen. Selbst seine Geliebte hat mich mit ihm verwechselt. Kein Zweifel plötzlich, keine Unsicherheit? Alexander hätte mich längst erschossen. Nein. Sie helfen mir, Mike, und ich helfe Ihnen. Das ist die Chance, die nur einmal kommt. Für Sie und für mich. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Nur der Lautsprecher ist einfacher für Sie, wenn ich gleich mithöre. Hallo? Hier Mike Friedberg. Wo stecken Sie denn? Sie können Ihre Tabletten wieder zurückkriegen. Das ist vernünftig. Wo sind Sie jetzt? Ich übergebe Sie nur Alexander. Wenn es stimmt, was Sie gesagt haben, dass er in Berlin ist. Er ist in Berlin. Wo wollen Sie ihn treffen? Ich rufe Sie in 2 Minuten wieder an. Jetzt. Das ist die Chance, auf die ich seit 20 Jahren warte. Du bestellst Alexander ins Rheingold, Schusterer Straße Nummer 5. Rheingold? Gib mir Sonny. Ja. Hier ist Bingo. In 20 Minuten kommt ein Freund von mir, Mike heißt er. Er wird nach dir fragen. Gib ihm Tisch 14, kapiert? Tisch 14, ja, reserviert für Mike. Boris soll mich im Vorführraum erwarten. Ja. Ja? Herr Friedberg! Ich erwarte Alexander in genau 30 Minuten im Rheingold. Das ist ein Nachtlokal in Charlottenburg. Ich bin allein. Versuchen Sie keine Tricks mit mir. Ich habe die Tabletten nicht bei mir. Sie sind gut aufgehoben. Und nur Alexander wird von mir erfahren, wo Sie sind. Ja, einverstanden. Rheingold. Es ist jetzt eben vor 2, also um 2:30 treffen Sie mit Alexander zusammen.
Der Film ist bei dir jetzt sicherer als bei mir. Ich schaff dir Alexander vom Hals. Wie? Wir fahren getrennt. Taxis traue ich nicht, die Brüder haben alle Funk. Wir holen meinen Wagen vom Parkplatz. Mit dem fährst du dann weiter, okay? Mhm. Mach's gut. Wo treffe ich dich, wenn irgendwas schief geht? Im Vorführraum. Wenn du vor dem Haupteingang stehst, rechts um die Ecke. Hintereingang zum Hof. Vor dem Tor ist eine Baustelle, hm? Sagen Sie mal, Sie sind doch da eben mit dem Wagen gefahren. Ja. Verkehrskontrolle. Könnt mal bitte Ihre Fahrzeugpapiere sehen. Es ist ja ein amerikanischer Führerschein. Ja. Diesen Wagen, hier haben Sie meinen Pass. Diesen Wagen hat mir nur ein Freund geliehen für ein paar Minuten. Ah, das ist dann Ihre Sache. Mike Friedberg, Sie sind Amerikaner. Das sehen Sie doch in meinem Pass. Halten Sie mich jetzt nicht länger auf. Wie sehen Sie denn aus? Haben Sie Schlägerei gehabt? Was getrunken? Wieso? Nein. Kommen Sie mal mit, wir machen einen Alkoholtest. Bitte sagen Sie Mr. Scott. Ja, doch, zum 100. Mal. Sagen Sie ihm, dass ich von der Polizei aufgehalten wurde. Ich muss eine Blutprobe machen. Ich komme noch zu dieser Verabredung. Sobald Sie mich rauslassen, in ein paar Minuten. Ja, William E. Scott. Bitte richten Sie ihm das aus. Es ist sehr wichtig für ihn. Guten Abend. Guten Abend. Herr Doktor... Moment mal, Sie sind Herr Friedberg? Ja. Gehen Sie mal bitte auf dieser Linie und setzen dabei einen Fuß vor den anderen. So. Heben Sie mal bitte dieses Briefchen auf. Herr Doktor, ich bin so nüchtern wie Sie, das müssen Sie doch sehen. Machen Sie bitte rasch die Blutentnahme. Ich habe eine dringende Verabredung, die ich unbedingt einhalten muss. Sie sind also mit einer Blutentnahme einverstanden? Ja, aber schnell bitte. Dann legen Sie sich bitte mal dorthin. Machen Sie den rechten Arm frei. Arm gerade. Machen Sie eine Faust. Was machen Sie? Nein, ich... Come in, sir. Sie können jetzt fragen, Chef. Sie können jetzt fragen. Wo ist der Mikrofilm? Wo ist das Röhrchen mit den Tabletten? Müller hat sie. Wer ist Müller?
Ein Ostagent. Wo ist Müller jetzt? Er ist im Vorführraum. Was für ein Vorführraum? Vor einigen Jahren war das Rheingold mal ein Kino. Den Vorführraum gibt es noch. Man kann von dort aus das Lokal überblicken. Ich werde mich an einen Tisch setzen, der in einem günstigen Winkel zum Vorführraum steht. Dort erwarte ich Alexander. Warum dort? Müller wird Alexander erschießen. Wie lange wirkt die Spritze noch? Ein paar Minuten höchstens. Wenn er aufwacht, kann er sich erinnern, dass ich mit ihm gesprochen habe? Nein. Ganz sicher nicht? Ganz sicher. Hm. Sagen Sie mir, er sei bei der Blutentnahme ohnmächtig geworden. Momentane Kreislaufschwäche. Okay, Chef. Bitte sehr. Danke. Tut mir leid, aber der Tisch ist besetzt. Ich sehe nur Sie. Ich erwarte jemanden. Alexander, ich heiße. Wenn Sie durch diese Tür gehen, kommen Sie zu einer Treppe, die führt in den ersten Stock. Zimmer Nummer 7. Da ist jemand, der Sie erwartet. Thank you.
Alexander? Alexander? Alexander?